Willkommen zurück zu Diddy Kong Racing. Diesmal ist wieder Banjo dran und wir sind in der Wasserwelt, die wir im letzten Part schon souverän angefangen haben. Wir sind bereits bei den silbernen Münzen angelangt und werden jetzt sammeln in der zweiten Strecke dieser Wasserwelt. Das ist die dritte Welt insgesamt bislang. Und mal sehen, wie sich Banjo wieder schlagen wird. Da hinten ist auch der Schlüssel, allerdings holen wir uns den erst dann separat. Wir können ja einfach wieder raus. Gut, man wird sehen, wie sich alles entwickelt. Ich würde... Wow. Heieiei, haben die Verstecke. Ich gehe mal oben lang, um sicher zu gehen, dass da keine ist. Upsa. Upsi, oder um sicher zu gehen, dass da eine ist. Ach, okay, auch okay. Ich habe schon gemerkt, die Computergegner bleiben da ziemlich dran kleben. Boah, da ist auch eine versteckt. Ich wollte einfach nur so abkürzen. Und vielleicht hätte ich mal rechts lang gesollt. Naja, was soll's. Cool bleiben, da war glaube ich noch was. Okay. Optimal. Jetzt gehe ich unten lang. Es fehlen noch zwei. Wo können die bloß sein? Die zum einen. Ja, und jetzt nehmen wir mal eine gute Kurve. Nee. Wo ist die letzte Münze? Ich gehe mal hier rechts lang, das kann es natürlich sein. Und das ist es auch. Nur treffen müssen wir. Go for it! Machen wir. Tipptupp, du wirst mir jetzt nicht die Laune verderben. Er hat den Turbo genommen. Er kommt nicht so gut um die Kurven. Like me. Genius. Nicht Spaß. Aber mal sehen, ob er da jetzt wieder so gut rüberkommt. Ah, verbesserungswürdig. Da muss ich doch direkt mal eine Rakete abfeuern von den 10, die ich hatte. Juhu, läuft wie geschmiert. Wenn wir direkt dabei sind, gehen wir direkt nochmal rein. Boah. Können wir denn entscheiden, welches Vehikel? Ah, denn diesmal hätte ich gerne das Hovercraft. Da kommt man damit, glaube ich, viel besser dran. Weil man muss auf das Wasser hinaus. Jetzt hätte ich mal einen lahmen Start und hab mal gesehen, wie die anderen starten. Nämlich auch mindestens so lahm. Nein, lass mich. Ich will da nicht hin. Öde Magnet. Hier ist er. Ah, schon ein relativ fies Versteck. So? Irgendwie eingesammelt. Aber auch irgendwie auch nicht. Return to Lobby. Das hätten wir. Was das wohl für ein Bonusspiel ist? Mysteriös. Man wird sehen. Man wird sehen. Aber ich knüpfe mir jetzt erstmal die anderen Münzherausforderungen vor. Pirate Lagoon ist die nächste. War ziemlich kurz, ne? Wo müssen sie dann die ganzen Münzen hingesteckt haben? Also hinten sehe ich eine. Werden wir uns mal anschauen. Let's go. Oh, da ist direkt eine. Danke für den Schubser. Wer war das? Conker? Ja, gut. Ist ja schon öfter unfreiwillig der Held gewesen. Das nenne ich ein Turbo. Dafür ist der Magnet wohl gut. Natürlich kann man auch den Magnet upgraden. Da wahrscheinlich schrocken wie Sau, aber wenn ihr das eben schon gesehen habt. So, hier mal ein bisschen. Ja, okay. Drei Stück übersehen. Moment. Also hier rechts auf jeden Fall. Danke dafür. Dann hier. Sieht schon gut aus. Da hinten. Ui. Mal ganz schön Umweg nehmen. Aber das soll es wert sein. Oh, Diddy ist gar nicht hier vorne, da ist so ein Spaten. Conker. Natürlich. Wer sonst? Jetzt hätte ich mal lieber zielsuchend genommen, ne? Wow. Also wenn man da abkürzt, das ist gut. Schön, jetzt haben wir keine Sorgen. Hakuna Matata. Und können ganz gechillt ins Ziel gleiten. Und dann noch Umweltverschmutzung hier. Das Öl ins Wasser, ins Meer. Natürlich wirklich überhaupt nicht.
das her. Ups, ups, oh, fast nicht geschafft. Wow, 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 wow. Noch war ich nicht im Ziel. Okay, auch das haben wir. Irgendwie ist die Wasserwelt wirklich mein Element. Ich weiß auch nicht. Und ist schon die letzte, ja. Treasure Caves. Dürfte aber schon wieder ein bisschen mehr abverlangen. Man wird sehen. Wir haben auch da oben, wenn man anschaut, jetzt oben rechts so eine Art Fenster. Fenster. Ein Tunnel im Berg. Wenn man mit Flugzeug spielt, in der Tat. Kann man da sicherlich lang und ein bisschen mehr Balance. Beziehungsweise man muss keinen Tiefflug hinlegen. Mal sehen, ob wir diesmal gut sind. Bin mir da aktuell nicht so sicher. Ja, die sind aber auch hier. Links, rechts, links, rechts. Gut, dass wir drei Runden haben, nicht wahr? Aber wir sind noch recht weit hinten. Dafür, dass wir nur die Hälfte haben. Banjo, gib Stoff. Da waren wieder zwei. Das darf ich mir aber nicht so. Da waren zwei und jetzt sind hier zwei. Achtung. Die da und. Die da. Okay, keep cool. Und ein bisschen aufpassen, dass du alles hier korrekt machst, lieber Banjo. So, Achtung. Oh nee. Ist okay. Go for it. Die aus dem Weg geräumt. Das war gut, das war gut, das war gut. Oh nein, Crunch, wie kannst du nur? Knapp wie die Nacht, hey. Knapp wie die Nacht. Das ist ärgerlich. Bleibt nur eins, try again. Denn wir hatten eigentlich schon alles richtig gemacht und... Naja. Tschüss mal. Jetzt wissen wir, wo die Münzen sind. Das ist kein Problem mehr. So von Welt zu Welt gibt es gar nicht so große Schwierigkeitsänderungen. Das heißt, wir sind gar nicht so viel schwieriger als Welt 1. Ne? Also ein konstanter Schwierigkeitsgrad. Nur bei den Bossen merkt man es irgendwie. Obwohl der erste Boss war auch schwierig in der Revanche, ne? Ihre Bosse bei der Revanche sind echt verdammt hart. So, jetzt sieht es münztechnisch viel besser aus. Dafür jedoch, was die Platzierung angeht, nicht so. Jetzt mal ruhig Blut. Genau. Go for it. Werde ich doch direkt mal tun. Also alles in Richtung Sieg geworfen. So, irgendjemand hat schon getroffen. Eigener Ölfleck, hey. Hätte ich nicht gewundert, wenn ich da selbst reingerast wäre. Oh, komm, ich muss ihn erwischen. Ich muss ihn ausschalten. Es war zu spät. Knappe Sache. Es hat nicht sollen sein. Alle guten Dinge sind drei und auf geht's. Wenn ich jetzt keine Jahrhunderte hier rummachen möchte. Dennoch, ich bin aber guter Dinge. Ist ja nicht so, als würde ich mich quälen oder so. Nein, das war ganz okay. Ich hab jetzt einen vergessen. Was soll's? Also, die hier. Oh doch. Hat gereicht. Auf den Pixel genau. Okay, noch drei. Bisschen Mist baue ich gerade schon. Upsa. Und tschüss. Ich wurde mal wieder abgeknallt. Das ist ja schon Jahrhunderte nicht mehr passiert. Okay. Ah. Go for it. Wir haben alles also los. Nur noch Crunch. Der uns schon mal hat halt aussehen lassen. Ah. Das war
war nicht schlau, das war nicht schlau. Aber diesmal kriegen wir das. Das habe ich im Urin. Das merkt man. Das, ich bin gut drauf und ich bin vorne. Nimm den Turbo und alles ist cool. Ja, der Sieg im dritten Anlauf. Schön. Alle Münzenmissionen der dritten Welt. Geil. Geht wirklich doch viel besser, als ich dachte. Dann haben Banjo die Ehre, noch in diesem Part sich an den Boss zu versuchen. Oh mein Gott. Spannung pur. Spannung pur. Oh Mann. 30 Ballons. Gute Anzahl. Gute Anzahl. Ach, Octo. Wissen wir doch. Ist doch alles nichts Neues her. Ist doch immer noch dasselbe Konzept. Was würde er diesmal tun? Also er war ja recht schwer dadurch, dass er Starrenkugeln abgeliefert hat. Also die aufgepimpten Ölspuren. Die sind vor ihm. Diesmal hat er direkt Seifenblasen. Das heißt, wenn wir da reinkommen, sieht es nicht gut aus. Karambai. Damit ist nicht zu spaßen, das ist nicht lustig. Aber vielleicht wurde er auch nur dadurch verbessert, dass er jetzt die Blasen absondert und keine Kugeln. Aber er ist schon recht weit vorne. Zielsuchend. Brauchen wir momentan. Ich nehme lieber die Kurven schnittig, als dass ich den Weg gehe. Oh, jetzt verschwinden die Blasen schon. Nochmal neu. Das ist mir schon ein bisschen zu abgeschlagen. Also los. Mein Lieber, mein Bester. Jetzt wollte ich einen Stunt machen wie bei Mario Kart. Wie? Lass mich raus, lass mich raus. Das ist so dumm und ärgerlich. Gerade auf dem Wasser ist die Blase noch schlimmer. Nicht meine Blase, die da. Muss nicht auf Slow. Auch wenn ich sagte, ich hab's im Urin. Komm schon, wir wollen mal. Dann. Ja. Ganz okay. Müssen wir mal ein Stückchen zurückholen. Und hier aufpassen auf die. Ganz genau. Da ist es zu eng. Wir müssen so unsere bestmögliche Route finden, um ihn auf den Deckel zu geben. Dürfen natürlich keinesfalls rein in die ganze Pampa. Und nochmal. Der hat doch verdammten Vorsprung, ey. Jetzt mal in keine Blase rein, bitte. Gut. Trotzdem, können wir den überhaupt einholen gerade? Müssen beide sitzen, oder? Ah, knappe Geschichte, knappe Geschichte. Boah, ich bin schon nah dran. Das ist schon ganz okay. Ach, babbel nicht so viel. Blubber nicht so viel. Maybe next time. Ja, ist ja gut. Ach ja, ich hätte einfach Start und Retry machen sollen. Komm schon. Ich bin jetzt scharf auf dich. Also, nicht falsch verstehen, gell? Ich stehe nicht auf Tintenfische. Okay. Ich kann mich erinnern. Da habe ich als Kind einen ganzen Sonntag dran gehangen, ey. Verdammt. Das waren noch Zeiten. Als Kind morgens um 9 aufstehen. Nur um Diddy Kong Racing zu zocken, ey. Stehe ich ja nicht mal um 12 auf, wenn ich arbeiten muss. Spaß. Aber schlecht gefahren jetzt. Schlecht gefahren. Lab 2. Das A und O ist jetzt halt, in keine Blase reinzukommen. Oh mal. Auch da kommen wir durch, das ist kein Problem. Ich glaube, wenn es drauf ankommt. Ah,
durchaus gut, wir können. Ich werde durchaus besser. Ich habe das Gefühl, ich habe die Bedenken, dass... Jetzt hänge ich da fest. Das kann nicht wahr sein. Wenn ich an die nah dran komme, dass ich schlechter ausweichen kann. Oder? Das ist logisch, oder? Da müssen wir durch. So. Oh, nicht getroffen. Alter. Na gut. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber wir werden besser. Wir kommen näher dran. Wie schon mal gesagt, alle guten Dinge sind drei. Nee, doch, das würde gut passen, wenn das der Fall wäre hier. Karamba. Na los. Banjo. Tu was für dein nicht vorhandenes Geld. Vielleicht kriegst du am Ende des Abenteuers sogar ein Puzzlo. Aber nur vielleicht. Eher nicht. Oh. Es wäre auch cool gewesen, wenn jeder Charakter individuelle Items gehabt hätte irgendwie. Naja. Banjo so ein Puzzlo oder eine Note oder... Ach, was sonst? Habt ihr Vorschläge, was Banjo für ein alternatives, spezielles Item haben könnte? Wahrscheinlich Eier. Dass man Eier spuckt, aber das ist ja wie eine Rakete eigentlich. Bei den meisten anderen Charakteren kann man ja recht frei das Ganze machen, also sagen. Weil die Charaktere ja sonst nirgendwo wirklich auftauchen. Auch wenn es nicht so fantastisch aussieht momentan, glaube ich, dass wir diesmal echt gut drankommen. Pass mal auf. Der sitzt auf jeden Fall... Oh nee, das war jetzt... Das war's. Das war jetzt der Grund. Der Grund. Killerspieler. Nee, nee, nee. Ich probier's halt, aber ich sag nee. Und beide sitzen vielleicht. Ach komm, mach Restart. Bevor der wieder so lange rumquatscht. Okay, ich bin wieder am Start. Ja, schön. Geil gemacht. Das ist genau das, was ich meinte. Wenn man zu nah an ihm dran ist, dann kann man nicht groß reagieren. Wir müssen ihn jetzt kontinuierlich einholen. Also wirklich vor ihm bin ich auch nicht, ne? Also wirklich vor ihm bin ich auch nicht. Sollten wir uns das mal ein bisschen... Vielleicht sollten wir vielleicht sogar... Ja? Warte mal. Ich habe eine Special Tactic ausgearbeitet. Warte mal. Mal gucken. Ich glaube... Ich glaube, ich habe eine Special Tactic. Pass mal auf. Riskieren können. Sollten wir das riskieren? Das war ärgerlich. Das hat mir gar nicht gepasst. Wir nehmen es jetzt schnittig. Ich will 10 Raketen haben. Das hat überhaupt nicht geklappt. Verdammt. Was machen wir denn da am besten? Wir probieren es noch einmal zusammen. Ansonsten muss ich es offscreen versuchen. Aber diesmal werden wir es schaffen, das habe ich. Das ist mein Urin, versagt nie, ja. Ah. Mein Bauchgefühl. Diesmal redet der Bauch. Oh, du gib mir Essen. Na gut. Also das mit den 10 Raketen, das war wohl kein guter Einfall. Sollte man ohnehin erst in der letzten Runde machen, so hatte ich es ja auch vor, ne? Aber dann auf den Turbo zu verzichten? Nee.
Man muss es echt auswendig lernen, ne? Diese Rakete hier Sinn macht? Alter, jetzt hat er schon mal einen Vorsprung. Moment. Naja, hat schon ganz schön Vorsprung jetzt, ne? Aber wie, ey? Ordentlich, ordentlich. Wir sind schon bei knapp 20 Minuten. Sagt man natürlich nicht zu. Dateien von Diddy Kong Racing, ich weiß nicht warum. Gehen im Vergleich zu den anderen Emulator-Games ewig zu rendern. Ich verstehe es nicht. Oder zur Bearbeitung freigeben, sagen wir es so. Boah, da durchzukommen ist echt schwierig. Das ist natürlich wieder massig. Vorsprung. Soll ich mal versuchen, ein bisschen mehr auf die Raketen? Also da außen sehen wir noch mehr. Ja, und? Was bringt's mir, wenn ich eh hier einsammle? Vielleicht sollten wir in der letzten Runde den blauen da auslassen. Irgendwie kriegen wir es schon. Ich denke, da kann man rüber, hey. Wir lassen mal aus. Gucken, was passiert. Dass wir so mit 10 Raketen anstellen können. Oder wir ballern jetzt ab. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ich werde einen Offscreen machen, Leute. Es macht keinen Sinn, jetzt einen 50-Minuten-Part zu machen. Okay, Leute. Bis dann. Ciao.